Und go. Fußball 2000, wir sind wieder hier leider nach einem, ich will mal sagen, ärgerlichen Spiel. Die Eintracht verliert 0:2 gegen Neapel. Aber ich lasse mich ja nicht von meinem elendigen Optimismus manchmal abbringen und sage erstmal, lieber Nikan, schön, dass du da bist. Die ersten 20 Minuten haben mir durchaus gut gefallen bei der Eintracht. Total, nicht nur die ersten 20 Minuten, selbst in Unterzahl. Es gibt eine Sache, die mich stört. Wir waren sportlich nicht unterlegen. Und das ist das, was mich stört an der heutigen Niederlage. 2-0 ist ein bisschen zu hoch. Findest du? Ja, total. Findest du ein bisschen zu hoch? Ich kann das nachvollziehen. Die Eintracht war zumindest am Anfang, fand ich, richtig gleichwertig, sogar noch besser. Die hätten aber da schnell das Tor machen müssen. Da war die Eleganz durchaus da. Da war auch die eine Szene, wenn wir uns überlegen, Kolumbani rutscht da aus, das war in der 28. oder so, ja, wo die richtig gute Möglichkeit da war. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber Basti, wie ist denn dein Take zu diesem Spiel? Hast du die Eintracht am Anfang auch gleichwertig gesehen oder wie, was würdest du sagen? Ja, die Eintracht ist euphorisch gestartet, sag ich mal. Aber du hast schon gemerkt, dass dann so ein bisschen das letzte Quäntchen gefehlt hat, wo so eine Zielstrebigkeit nötig gewesen wäre. Zu sagen, okay, dann fixen wir jetzt halt auch 1-0 rein. Ja, und dann hast du schon gesehen, wenn Neapel alles auf den Tisch legt, dann ist das schon eine Brettermannschaft. Diese Schnelligkeit, diese Ballsicherheit hat man an der einen oder anderen Stelle gesehen, auch bei dem Tor dann. Ja. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, vielleicht weil ich dann auch irgendwie so ein bisschen einen negativen Vibe hatte und ein bisschen Angst, dass das schon die Glasdecke war. So, ich glaube sogar, wenn die Eintracht nochmal Stress gemacht hätte, hätte Neapel auch irgendwie reagieren können. Ja, das glaube ich. Wir haben uns, glaube ich, so fühlen sich die Mannschaften, die gegen Eintracht spielen in letzter Zeit. So, du wirst wegmoderiert von Neapel. Ja, genau. Und dann hast du natürlich... Trocken. Ja, aber ich gebe dir zwar recht, aber trotzdem, Patricia, es war doch tatsächlich so, dass wir, ich habe schon gedacht, okay, jetzt kommt der Stuhl der Negativität, Elfmeter. Aber dann haben wir doch diesen Moment, den Kevin Trapp dann hält. Und da denke ich, da geht doch jetzt eigentlich doch noch was. Oder wie war das bei dir? Da war ich komplett positiv noch. Ich dachte so, das ist so ein Zeichen, so der hält den Elfer, heute soll es nicht sein für Neapel. Ja, Inter Mailand-Vibes hatte das. Ja, und genau. Ich dachte, jetzt geht es 0-0 aus. Ja, und dann, ich dachte auch. Und dann kommt Luka Jovic und macht dort das 1-0. Und dann ist ja noch gar nichts vergessen. Bis dato, bis zu diesem Elfmeter, lief es ja richtig gut für die Eintracht. Da dachte ich, nee, gut, guck mal, die sind komplett beeindruckt in den ersten paar Minuten gewesen. Die Eintracht läuft an und macht halt das Tor nicht so. Das ist der Punkt, glaube ich, einfach. Ja. Und dann dieser gehaltene Elfmeter und ich dachte, nee, das wird halt was. Ja, wurde dann nichts, wie wir alle erfahren haben, aber ja, es ist irgendwie schade, aber das, der Punkt ist auch, ich bin eigentlich gar nicht so überrascht, dass man gegen Neapel verliert. Nee. Ich glaube, sind wir alle nicht. Ja. Es ist einfach dieses, wie es passiert ist, dass du diese rote Karte bekommst, dass du in Unterzahl spielst, dass du dann noch irgendwie in Unterzahl 2-0 kassierst, 0-2 kassierst. Ja, all diese Umstände, die sich so... Ja. Aber da will ich ganz kurz zu sprechen kommen, und zwar wollte ich auf dich kommen. Sag mir doch mal von den Sachen, die du siehst, weil ne, die erste Zeit war ja ganz gut. Und plötzlich ist aber dann so ein bisschen, fehlt was im Schaltraum der Eintracht. Wo siehst du die Negativpunkte? Also ich weiß gar nicht, wie ist denn das Tor passiert? Es war eine Unachtsamkeit vor uns. Ja. Die sind schnell hinter unsere Kette reingespielt und dann waren wir drin. Also da waren sie drin. Und da habe ich das Gefühl gesehen, also... Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das gesehen habt, weil natürlich im Stadion 42 Block sehe ich nicht alles, aber da war für mich die Ordnung auch bei Indica hat nicht so ganz gestimmt. Ja, total. Aber da muss man auch irgendwo sagen, wir spielen gegen die stärkste, formstärkste Mannschaft Europas. Ja. Und die waren einfach einen Tick schneller, das muss man ganz ehrlich so sagen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt sagen kann, wir haben schlecht verteidigt oder... Für mich haben die einfach gut gespielt. Das ist richtig. Unglaublich viele Chancen hat Neapel jetzt auch. Mhm. Also es ist, am Ende habe ich mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen, dass Neapel hier das Ding nicht jetzt schon zumachen will. Ja. So, weil die hätten ja... Wir haben im 0:2, liebe Leute, es ist doch alles möglich. Ja, wir werden total, euch die Geschichten noch erzählen. Total. Digga, Alario, Bruder, das ist jetzt deine Zeit. Das ist seine Chance. Das ist deine Chance. Ja. Dreierpack Alario in Neapel. Aber wie ärgerlich, aber du sagst es, du sprichst es ja an. Trotzdem, wie ärgerlich war denn diese rote Karte? Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, war es verdient, war es nicht verdient. Schreib in die Kommentare. Patricia, wie hast du das gesehen? Ja, das Ding ist, ich hab's in Live-Geschwindigkeit sowieso erstmal gar nicht gesehen. Ich dachte auch im ersten Moment, ach ja, krass, Muani wird gefoult, Neapel kriegt rot. War dann umgekehrt. Ja, total. Und dann total. War ich so, okay, was ist jetzt hier los? Ja. Und dann siehst du, wird dir so Handybilder werden dir halt hergereicht. Und ich dachte mir, gut, das ist so ein... Kannst du schon geben, der geht halt komplett auf den Knöchel, aber musst du auch nicht zu 100%. Es ist halt so ein, ich glaube, man kann sich nicht beschweren, dass diese rote Karte fällt, aber ja, es ist halt so ein Ding, dass du
in dem Moment, in der Geschwindigkeit, weiß ich nicht, ob man sofort gesehen hat, so schnell wieder die Rote gezückt hat. Keine Ahnung. Also meine Schiedsrichterkollegen zu Hause haben mir direkt geschrieben, ist eine vertretbare Entscheidung. Geil, wenn man solche Connections hat. Ist leider eine vertretbare Entscheidung. Okay. Das Einzige, was mich gestört hat... Da mehrere Schiedsrichter so zusammen. Das Einzige, was mich gestört hat, es hätte jeden treffen können, aber nicht Kolomani. Ja, das ist nicht Kolomani. Ja, das ist eine doppelte Strafe. Ja, du hast halt im Rückspiel deinen besten Stürmer. Alario, Digga! Aber Basti, dann trotzdem, ist klar, 0-2, schwierige Situation. Trotzdem 0-2, keine unfassbar ausgeglichene Situation. Deswegen nochmal, ich verstehe Neapel ehrlich gesagt nicht, weil die hätten die einfach beerdigen können. Ja, ich weiß nicht, warum die so zurückgefahren sind. Die haben dann auch alle ausgewechselt so. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass dieser Leichtsinn eventuell, ich meine am Ende sind es vielleicht 3-5%. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht größer geworden, aber die ist nicht komplett weg. Wenn du jetzt hier 0-4 verlierst, ist die Nummer zu. Aber am Ende, wenn du dann nach 5 Minuten mal einen Suff hast und gehst irgendwann erst in Führung, dann ist das Spiel gelaufen. Das ist es. Liebe Leute, der Strohhalm, er ist noch da. Man muss ihn greifen, was ich heute gesehen habe von den Fans. Richtig geile Stimmung, komplett mal Bulle gemacht. Wo war eigentlich die Neapel-Fans, habe ich mich gefragt. Wir haben mal kurz beim Tor gejubelt. Aber die aktiven Fans sind nicht reingekommen. Ah, okay. Da müssen wir mal gucken, was passiert. Aber liebe Leute, wir sind nächste Woche wieder da. Dann hier in anderer Übersetzung. Und dann läuft der Lachs. Ciao, ciao. Da bist du denn? Das Problem ist, Leute, ich konnte mich nicht mal mit mir selber einigen. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Habe ich auch noch Thomas Zampach. Ja, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Struktur hier reinbringen, Boys. Jetzt wird's Vogelwild, Freunde. Okay, Leute. Ja. Hat leider nur ein Jahr in Frankfurt gespielt. Ich weiß, wen du meinst. Trainermäßig ist jetzt hier nicht unbedingt die Crème de la Crème immer gewesen.